Ich finde es erstmal wunderbar, so viele Kollegen zu treffen, die man sonst natürlich nie sehen würde. Alle auf einen Haufen und ja, völlig gestörte Leute hier irgendwie. Sehr inspirierend. Und die erste Nacht oder den ersten Abend gut rumgebracht. Feuchtfröhlich und sehr, sehr schöne und nette Gespräche gehabt. Genau, und dann gibt es jetzt mit Pur ein neues Album, was am 14. September erscheint. Und genau, und dann gehen wir auf Tour. Wir haben so ein kleines Fan-Event noch für 3 Tage. Wir gehen wandern mit Fans im schönen Schwarzwald, im Ländle. Und genau, Ende November startet die Tour dann durch die Republik. Zu der Remo-Geschichte bin ich offiziell gekommen durch meinen Wechsel zur GEWA. Mit Gretsch und Peiße spiele ich seit 2001 schon. Und habe davor auch immer, war bei einem anderen Anbieter und habe dann 2015 zur GEWA gewechselt. Also bin jetzt im 4. Jahr mit Remo quasi. Was auch sehr inspirierend ist, wie sich die Trommel damit anfühlt, wenn du so ein Fell hast und es fühlt sich einfach nicht gut an, weil es zu hart gespannt ist oder weil es zu weich gespannt ist, unabhängig vom Tuning an sich, sondern schon von der Grundspannung, ist es bei Remo einfach so, dass es sich ja, perfekt anfühlt, wie man das dann auch immer jeder für sich definiert. Aber für mich ist es so, du haust einfach auf einen 10er-Tom, auf einen 18er-Tom, irgendwie auf die Bassdrum. Auf die Snare, es ist einfach immer da und fühlt sich einfach super an. Und so entsteht dann natürlich auch dein Sound, den du im Kopf hast, bestenfalls, um den umzusetzen. Snare, ja, gibt es jetzt nicht das eine. Ich finde schon, ein Ambassador Coated schon sehr, sehr, sehr schön, weil es immer eine super gute Ansprache hat. Für Live nutze ich jetzt gerade einen CS-DOT. Oder eigentlich schon ewig, weil es einfach ein bisschen mehr Power hat und ein bisschen haltbarer ist. Auf den Toms finde ich im Studio auch ein Ambassador Coated oder ein Clear. Sehr, sehr angenehm. Aber live dann auch die Amperes Clear. Bassdrum Powerstroke 3 Coated. Das ist so mein Setup eigentlich. Es gibt wahnsinnig große Unterschiede natürlich in den Frequenzbereichen, wie sich's anfühlt zu spielen, dann was vom Stick zurückkommt. Von daher ist es schon ausschlaggebend, was du jetzt für eine Kombination auf den Fällen und auf der Snare und auf der Bassdrum hast. Muss dazu sagen, zum Thema Haltbarkeit bei Bassdrum-Fällen, ich habe immer Schiss, dass mir so ein Bassdrum-Fell reißt. Was noch nie passiert ist, aber die Angst ist berechtigterweise wahrscheinlich da. Das ist noch nie passiert, aber ich habe jetzt, ich glaube, 80 Pur-Shows also seit 2015 die ganzen Touren mit einem Bassdrum-Fell gespielt. Wir haben einmal vor Schalke letztes Jahr diesen Phelim Slam ausgewechselt, einen neuen drauf gemacht, aber das Fell an sich ist nach wie vor das Ursprüngliche. Das finde ich wahnsinnig. Es fühlt sich super an. Also schön ausgelatscht irgendwie und passt sich gut an. Also von daher, ich spiele dann auch lieber gern mal Fälle, die jetzt nicht unbedingt ganz neu sind. Auf einer Snare zum Beispiel habe ich es gern, wenn es ja, so nach 2, 3 Shows ist es dann so richtig schön ausgelatscht irgendwie und dann kommt es für mein Gefühl zur vollen Entfaltung. Remo steht für mich Soundqualität. Also hochwertige Soundqualität, Belastbarkeit und lange Verwertbarkeit. Also die halten unwahrscheinlich lang, die Fälle, finde ich. Ich bin jetzt auch kein rein Drescher so irgendwie, klar, aber selbst wenn es mal ein bisschen härter zugehen sollte, irgendwie, die machen einfach wahnsinnig viel und über lange Zeit.